Einen ganz herzlichen Gruß aus dem Härtener Rathaus. In diesen Tagen sind wir leider wieder sehr herausgefordert, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Wir freuen uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Kreis Recklinghausen und dem Deutschen Roten Kreuz hier in der Gartenstraße eine Impfstation einrichten konnten. Und Sie können sich in den nächsten Wochen mittwochs, freitags und samstags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr dort impfen lassen. Die Termine dazu können Sie online vereinbaren. Wenn Sie ohne Termin kommen möchten, geht das auch an diesen Tagen ab 18 Uhr. Wir werden von Seiten der Stadt auch nochmal am Samstag, den 11. Dezember, eine Impfaktion im Glashaus anbieten und die auch in den nächsten Tagen noch einmal bewerben. Wir haben die geplanten Kulturveranstaltungen, die städtischen Kulturveranstaltungen, in den nächsten Wochen abgesagt, weil uns die Gefahr zu groß erschien, dass es dort zu Ansteckungen kommen kann. Wir möchten aber die Kulturangebote für Kinder in den nächsten Tagen aufrechterhalten und Wochen, weil gerade die Kinder in den letzten Monaten sehr stark unter Corona gelitten haben und es dazu auch spezielle Programme gibt, diese Zeit ein Stück weit nachzuholen und achten natürlich bei diesen Veranstaltungen auch besonders auf alle Schutzmaßnahmen. In diesen Tagen sind wir in der Verwaltung sehr stark damit beschäftigt, den Haushalt zu planen. Unser Kämmerer Dr. Oliver Lind wird in der nächsten Ratssitzung nächste Woche am 8. Dezember den Haushalt einbringen. Dann haben die Fraktionen und die Politik die Möglichkeit, den Haushalt zu beraten und ihn in der ersten Sitzungsperiode 2022 zur Abstimmung zu bringen. Die Menschen, die in Härten leben, jüdischen Glaubens, feiern in diesen Tagen ihr Lichterfest. Und ich möchte allen ganz herzlich dazu gratulieren und meine besonderen Glückwünsche ausdrücken. Dann wünsche ich uns allen einen schönen zweiten Adventssonntag und weiter eine schöne vorweihnachtliche Zeit und alles Gute und bleiben Sie gesund. Musik.